Asterix, Mickey Mouse oder Superman, diese Comichelden kennt wohl jeder. Doch die Szene ist längst den Kinderschuhen entwachsen und bietet mit literarischen Graphic Novels auch Erwachsenen beste Unterhaltung. Zu sehen und zu lesen derzeit auf dem internationalen Comic-Salon in Erlangen. Sie sind die eigentlichen Hingucker des Comic-Salons, die echten Fans, die ihren gezeichneten Vorbildern im Comic im wahren Leben möglichst nah sein wollen. So bevölkern Fabelwesen, Elfen und Sternenkrieger Erlangen. Kein Zweifel, die Fantasie regiert bis Sonntag in der Unistadt. Und ein für den deutschsprachigen Raum neues Genre erobert die Comicwelt. Gezeichneter Journalismus statt Boing, Zack und Bumm. Ich glaube, mit dem Thema Comic-Journalismus greifen wir tatsächlich ein Thema auf, was jetzt in Deutschland gerade erst entdeckt wird. Da gibt es den Josecco, der vor 15 Jahren das erste große Buch über Palästina gemacht hat. Da gibt es seit ein paar Jahren sehr professionelle Bewegungen in Frankreich und in Deutschland, dass sich deutsche Comic-Künstler mit Journalisten zusammentun oder selber journalistisch arbeiten. Das ist tatsächlich, denke ich, Avantgarde im Augenblick in Deutschland. In einer Sonderausstellung werden die aktuellen Werke der Comic-Journalisten gezeigt, die sich wie hier mit der europäischen Flüchtlingskrise und der Räumung des dschungelgenannten Lagers bei Calais auseinandersetzen. Die drei Fragezeichen feiern als sogenannte Graphic Novel eine gezeichnete Wiederauferstehung und die Mundart ist salonfähig. Kaum ein deutscher Dialekt, der nicht den gallischen Helden Asterix und Obelix in den Mund gelegt wird und selbst die bekannteste Ente der Welt spricht seit neuestem Münchnerisch.